Die große Eröffnung. Ich glaube, wir sind fertig. Noch nicht ganz. Oh, Bree, Twist, ihr habt's geschafft. Ja. Und wir haben euch was mitgebracht. Oh, aber das wäre doch wirklich nicht nötig gewesen. Und was genau soll das sein? Ich nenne es die Häschen-Tauschmaschine. Und was kann so ein Tausch, wie auch immer das heißen mag? Es vertauscht die Geschmacksrichtung. Hör zu, um die Geschmacksknospen deiner Gäste wachzurütteln, nehmen wir eine Jalapeno und ein Fruchtgummi. Legen beides da rein und drehen am Schalter und... Daran muss ich wohl noch etwas arbeiten. Was? Ist denn passiert? Und warum trage ich plötzlich deine Klamotten? Es sieht so aus, als hätten wir die Körper getauscht. Keine Sorge, ich kriege das wieder hin. Ich muss nur kurz was umstellen. Wir haben Körper getauscht! Nein! Nicht heute! Du musst das sofort rückgängig machen. Ja, wenn das wieder heil ist. Oh, ich fasse es nicht. Larissa wird jeden Moment hier sein, um eine Kritik über die große Eröffnungsfeier zu schreiben. Keine Sorge. Wir tun einfach so, als wären wir die andere, bis ich dieses Ding repariert habe. Piki, Genie, hallo. Ah, oh nein. Ganz ruhig. Ich sorge dafür, dass du eine 5-Sterne-Bewertung bekommst. Versprochen. Twist, versuch die Häschen-Tauschmaschine zu reparieren. Und zwar schnell. Ah, Larissa Ringlet. Willkommen zur großen Eröffnung von... Wie heißt der Laden noch gleich? Oh, das Dschungelwald-Café! Okay, das war jetzt vielleicht etwas übertrieben. Piki, geht's dir gut? Ihr geht's fantastisch. Sie ist nur nervös. Ist ein großer Tag. Oh, Bree, was machst du denn hier? Emotionale Unterstützung. Naja, es dürfte allen klar sein, dass so eine Erfinderknalltüte wie ich niemals so ein Café führen könnte. Hey! Ihr zwei verhaltet euch irgendwie eigenartig. Ah, Larissa, kann ich dich vielleicht zu einem von Pikis leckeren Cupcakes überreden? Der ist echt gut. Was ist deine Geheimzutat? Keine Ahnung. Ich habe irgendwas gemixt. Eigentlich ist das Ahornsirup. Woher kennst du die Zutaten aus Pikis Rezepten? Und was ist mit deiner Stimme? Nichts ist. Ich bin nur so aufgeregt wegen der Eröffnung meines, ihres Cafés. Was ist hier eigentlich los? Hier? Du meinst am großen Eröffnungstag des Dschungelwald-Cafés? Gar nichts. Piki, vielleicht sollten wir Larissa und Ringlet ein Dschungelwald-Spezial bringen. Ein Spezial? Warum? Na, weil die so köstlich sind. Oh ja, richtig, das sind sie ja. Hast du es geschafft, Twist? Ja. Upsi. Jetzt können wir dieses Chaos beenden. Welches Chaos? Was ist das? Ein Fruchtgummi? Nein, nein, das bekommst du nicht. Das ist etwas verwirrend. Kann mir mal jemand sagen, was hier los ist? Keine Zeit für Erklärung. Wir müssen dich, ich meine Ringlet, da irgendwie runterbekommen. Könntest du uns helfen? Oh, das werde ich ganz sicher bereuen. Wir müssen dieses Chaos beenden. Sofort! Okay, neuer Plan. Fasst euch an den Händen. Hey, woo! Ich bin wieder ich selbst. Ich auch. Ja! Larissa, das tut mir alles so unendlich leid. Nein, es war meine Schuld. Mir tut's leid. Ach, kein Problem. Hauptsache, wir sind alle wieder vollkommen normal.
Ich habe gehört, dass Piki ab heute eine neue Smoothie-Sorte anbietet. Oh, ich frage mich, was das für eine ist. Es geht das Gerücht um, dass es Mango ist. Ach, ich stehe nicht so auf Mango. Hä? Ah, ich stehe total auf Mangos. Echt jetzt? Was? Ich lasse mich halt gern von anderen überzeugen. Komm schon. Zwei süße Mango-Smoothies kommen sofort. Ui. Und mit sofort meine ich gleich nach den 50 anderen. Wow! Dein Geschäft boomt ja, Piki! Ja, ich stecke bis zum Hals in Bestellungen. Wir können dir helfen. Oh, toll! Ihr könnt Shini in der Küche helfen. Sie reißt sich da den Hintern auf. Oh, ich muss noch mehr Bestellungen aufnehmen. Na los, gucken wir nach Shini. Wow, was ist denn hier passiert? Mango Party! Leute, ihr könnt später noch feiern, aber zuerst müssen wir Shini mit den Bestellungen helfen. Oh, ich schaff das nicht, es sind zu viele. Aber natürlich schaffst du das. Du hast doch uns, Shini. Und wir können zaubern. Sieh gut zu. Das war genauso geplant. Das auch. Meine armen Freunde müssen da drin ganz schön schuften. Die Bestellungen gehen ja schon durch die Decke. Sag ich doch, durch die Decke. Brauchen wir noch andere Zutaten für die Smoothies, bevor wir die Mangos entsaften? Nur etwas Weizengras. Ich bin allergisch. Du bist allergisch gegen Weizengras? Ha, warum wusste ich nichts davon? Muss saisonal sein. Dann öffne bloß nicht diese Tür. Diese hier? Ja, genau diese Tür. Schnell! Wir müssen diese Riesenmango aufhalten, bevor jemand verletzt wird! Keine plötzlichen Bewegungen! Bestellungen. Puh. Ich glaube auch nicht, dass wir noch eine weitere geschafft hätten. Oh, ich habe gerade ein vierblättriges Kleeblatt gefunden. Mango-Smoothies für alle. Yeah. Tja, ich würde sagen, das lief nicht besonders. Smoothie. Ja, der war schlecht. Entsaften wir dieses Früchtchen. Es ist Weizengraszeit. Warte noch. Warte noch. Jetzt. Läuft alles raus. Wir können doch aus diesem Saft die Smoothies machen. Und die beiden letzten. Wir haben's geschafft. Erlaubnis zum Nickerchen. Erlaubnis zu einem langen Ohnmachtschlaf verteilt. Wie ich sehe, schlaft ihr bei der Arbeit? Ah, ihr habt alle Bestellungen erledigt. Gut gemacht, Team. Oh, 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 oh,
Und jetzt noch die geheime Zutat für unseren neuen Duft, mein Aroma Amigo. Was ist das? Ein Tröpfchen wilde Lilie, nur ein bisschen. Aber es verleiht ihm den gewissen Kick. Zu viel davon und Wunderwald stinkt wie... Vorsicht! Wir haben dich total erschreckt. Ja, hallo Tamika. Was geht ab, Burst? Könntet ihr mir kurz die Pflanze dort bringen? Na klar. Der geht an dich. Ja, da musst du schon viel, viel, viel früher aufstehen, um mir einen Streich zu spielen. Klingt nach einer Herausforderung. Ich beobachte dich. Wir brauchen noch mehr Blumen für unser neues Parfum-Caper. Und pass auf, dass uns niemand reinlegt. Ich hab alles im Blick. Die werden den Stinktieren den Gestank schon austreiben. Dann mal los. Sie müssen runterfallen. Ich rieche dort drüben ein paar herrliche Blüten. Vielleicht muss man diesen Schalter umlegen. Oh, ja, das hier ist doch der perfekte Ort für unser Picknick-Flap. Spinnen! Haha, hab dich reingelegt. Oh, Entschuldigung. Ich dachte, du wärst jemand anderer. Mach's gut. Die beiden werden so rot anlaufen, dass man sie noch aus dem Weltraum sehen kann. Achtung, sie kommen. Das ist doch ein schöner Platz. Jetzt. Hey, habt ihr noch zwei Plätze frei? Natürlich. Wir rutschen einfach zur Seite. Oh, das tut mir unendlich leid. Aber diese Farbe steht dir wirklich gut. Die Lilien fangen an zu blühen. Na komm, Caper. Damit werden sie niemals rechnen. Diese Lilien sind genau das, was wir noch gebraucht haben. Hey! Wieso geht das nicht? Das hat ja toll geklappt. So, wenn Tamika und Burst wieder versuchen, uns reinzulegen, werden wir vorbereitet sein. Oh, ihr habt vergessen, die Tür zuzumachen. Nein, Petter, warte, wir sind... Ganz nass. Stillstand? Einverstanden. Bei all den Streichen haben wir unser neues Parfum völlig vergessen. Wir sollten uns besser darum kümmern, bevor... Hey Mädels, wir haben mit dem Streichespielen aufgehört. Versprochen. Das wissen wir und es wurde auch Zeit. Deshalb wollen wir uns bedanken. Mit Kuchen. Ich befürchte, das haben wir... absolut verdient. Jetzt ist... mit dem Streichespiel... aber wirklich... Schluss! Hä? Ist es richtig, dass dein Parfum so qualmt? Oh, nein! Ich habe das Fläschchen vergessen. Es sollte auch ein Streich sein. Aber ich wollte doch nicht die größte Stinkbombe der Welt bauen. Ah, da fällt mir gerade was ein. Echt gute Idee, Tamika. Ich bitte um Verzeihung.
chance, I must go on a new journey. To a place where flesh and the vines are green.